Der Test beschränkte sich auf den Bereich Tier-, Natur- und Umweltschutz. Insgesamt 46 Organisationen wurden untersucht. 19 dieser Hilfswerke verweigerten teilweise sogar die Auskunft über ihre Geschäftszahlen. Dementsprechend schätzt auch Kerstin Backofen, Redakteurin im Bereich Finanzen bei Stiftung Warentest, die Lage ein. Das Ergebnis kann uns eigentlich überhaupt nicht zufriedenstellen, denn es ist so gewesen, dass wir nur eine Spitzengruppe von 6 Organisationen haben, wo man sagen kann, dass diese Organisationen wirtschaftlich arbeiten, dass sie transparent sind und auch solide organisiert. Diese 6 Organisationen sind Atmosphäre, der BUND, der Deutsche Tierschutzbund, dann Greenpeace, Profi und der WWF Deutschland. Bei den Ausreißern nach unten haben wir eine Gruppe, die unwirtschaftlich arbeitet. Unwirtschaftlich bedeutet, dass diese Organisation mehr als 35% der Gelder für Werbung und Verwaltung aufwendet, demnach weniger als 65% für den eigentlichen Zweck verwendet werden. Das Problem in der Spendenbranche ist, dass Außenstehende schwer einschätzen können, ob es sich um eine seriöse Organisation handelt oder nicht. Denn das Spendensiegel des Deutschen Zentralen Instituts für soziale Fragen beispielsweise kostet das Hilfswerk bares Geld. Diese Investition wird deshalb oft eingespart. Grundsätzlich gibt es jedoch einige Fragen, die ein Spender für sich vorm Spenden selbst klären sollte. Da sind dann solche Punkte wie, werde ich unter Druck gesetzt, die Spende jetzt zu machen und nicht erst nächste Woche? Wird immer starkes Mitleid erzeugt, dass das so mit Bildern oder Fotos oder Stories geworben wird über das normale Maß hinaus? Dann, dass ich irgendwie trotzdem ein Kündigungsrecht habe oder ein Widerspruchsrecht, wenn ich einen Vertrag auf der Straße unterschrieben habe? Kriege ich genug Antworten auf meine Fragen, die ich habe? Das sind so Sachen, die man bei allen Spendenorganisationen als Messlatte anlegen kann, um herauszubekommen, ist das eine Organisation, die mir alle Informationen gibt, dass ich dann selber entscheiden kann, ist mein Geld da gut aufgehoben. Bei einer nicht unerheblichen Zahl von Hilfswerken ist es das nämlich nicht. Trotz des negativen Ausfalls der Studie von Stiftung Warentest hält Kerstin Backofen Spenden weiterhin für sinnvoll. Vorausgesetzt, man hält seine Augen offen. Ja, auf alle Fälle. Also es wäre ja schlimm, wenn man sagen würde, behalt dein Geld nur für dich und denk nicht an die anderen. Es ist halt nur so, dass gerade in dem Bereich, den wir untersucht haben, auch oft Betrüger am Werk sind oder dieser Bereich, der sehr emotional besetzt ist, auch immer schnell Leute anzieht, die diese Emotionalität missbrauchen wollen. Deswegen also nicht nur Herz einschalten, sondern auch Hirn und einmal mehr vielleicht nachdenken und sich vielleicht 1 oder 2 Tage mehr nehmen, um Informationen zu sammeln, dass man dann auch wirklich ein gutes Gefühl dabei haben kann.